Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Impfung ist ein großes Thema und immer mehr Menschen sprechen von einer Impfpflicht, auch einer indirekten Impfpflicht. Dieses ist also ein Thema, das einen medizinischen Zwang beinhaltet. Hierzu spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Schneider Adai Mensah. Guten Tag und ganz herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke schön. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Komme ich direkt zu meiner ersten Frage. Im Jahr 2011 haben Sie einen ganz entscheidenden Prozess geführt. Mögen Sie unseren Zuschauern einmal erklären, worum es dabei ging? Ja, in dem Verfahren, das war ein Verfassungsbeschwerdeverfahren, ging es um die Zwangsbehandlung eines Patienten im Maßregelvollzug. Allgemein ging es um die Frage, ob ein Mensch gegen seinen natürlichen Willen mit einem Medikament oder auch in anderer Weise medizinisch überhaupt behandelt werden darf. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann entschieden, dass das grundsätzlich verboten ist und nur unter sehr engen Voraussetzungen, die es in diesem Beschluss auch aufgestellt hat und ausformuliert hat, zulässig ist. Was waren genau diese Gründe? Können Sie das noch mal kurz erklären? Also was waren die Entscheidungsgründe? Warum ist es jetzt unzulässig, jemanden gegen seinen Willen ein Medikament zu verabreichen? Das umfasst, wie gesagt, jede Art von medizinischer Behandlung. Es war jetzt in dem Fall eine Medikamentenverabreichung. Grund war, das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Beschluss ein Grundrecht sozusagen benannt, als unbenanntes Grundrecht im Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, nämlich die Freiheit zur Krankheit. Und diese Freiheit zur Krankheit verbietet es, Menschen gegen ihren natürlichen Willen zu behandeln. Im Grundsatz kann jeder über seinen Körper entscheiden, wie er das möchte. Nur unter der Voraussetzung, das ist die Hauptvoraussetzung, dass er das selber nicht mehr entscheiden kann, darf unter weiteren Voraussetzungen dann auch mit Zwang er behandelt werden. Wenn wir jetzt auf die Impfung blicken, haben wir im Moment keine offizielle Zwangsimpfung, aber viele sprechen schon über einen indirekten Impfzwang, gerade was so Modelle wie 2G, auch was jetzt Hamburg gestartet hat, betrifft. Wie sehen Sie das jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass Sie in 2011 gerade einen Punkt erstritten haben, wo es um den freien Willen geht, dass man jemanden nicht medikamentös gegen seinen Willen behandeln darf und die Rechtsprechung ja auch in weiteren Entscheidungen gefestigt worden ist? Also ich sehe das natürlich ausgesprochen kritisch. In der Tat, es darf keine Zwangsbehandlung geben, wenn der Einzelne selbst darüber entscheiden kann, in der Lage ist zu entscheiden, ob er sich medizinisch behandeln lassen will oder nicht. Auch eine Impfung ist selbstverständlich eine medizinische Behandlung. Und wenn die gegen den natürlichen Willen des Betroffenen erfolgt, das ist weniger als der freie Wille, dann handelt es sich um eine Zwangsbehandlung, die den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen unterfällt. Die sind bei diesen Zwangsimpfungen regelmäßig nicht gegeben, denn die Personen, die hier zwangsgeimpft werden, die können natürlich selbst entscheiden. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und testen Sie die Epoch Times jetzt 3 Wochen kostenlos. Ja, also ein Impfzwang ist verfassungswidrig. Er ist auch damit rechtswidrig. Wer Zwangsimpfungen vornimmt, auch als Arzt, macht sich strafbar wegen gefährlicher Körperverletzung und wenn es zu entsprechenden Todesfolgen käme, auch wegen eines Tötungsdelikts. Das Gleiche gilt natürlich für all diejenigen, die diesen Zwang politisch entscheiden. Das hat natürlich noch viel größere Dimensionen. Diese Leute stehen auch mit einem Bein im Gefängnis. Was die jetzige Situation angeht, wir haben noch keinen formellen Impfzwang. Das ist noch nicht ausformuliert an all die Politiker, die jetzt in Verantwortung sind. Also mein warnender Appell, die Finger davon zu lassen, denn sie machen sich strafbar. Aber auch jetzt haben wir de facto aus meiner Sicht bereits einen Impfzwang, denn bestimmte Berufsgruppen kommen um die Impfung auch aktuell nicht mehr herum, teilweise im medizinischen Bereich, teilweise auch im Betreuungsbereich, in den Krankenhäusern und teilweise auch in meinem Bereich als Anwalt, der sich mit Psychiatrierecht beschäftigt,
ist es unmöglich, ohne Impfung seine Arbeit in der Form weiterzumachen, wie ich das bisher gemacht habe. Also de facto gibt es auch jetzt schon einen Impfzwang, der allerdings vom Verfassungsgericht so nicht anerkannt wird, weil es eben kein formeller Zwang ist. Dieses Nicht-Anerkennen, weil es kein formeller Impfzwang ist, muss tatsächlich erst ein Impfzwang auch gesetzlich vorgeschrieben sein? Oder kann man nicht auch eine kausale Herleitung ableiten, dass man sagt, okay, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, wenn ich mich nicht impfen lasse? Ist das nicht auch schon ein de facto formeller Impfzwang? Rechtlich natürlich, selbstverständlich sehe ich so. Das Bundesverfassungsgericht hat mir diese faktischen Zwänge allerdings nie anerkannt. Ja, ich habe in vergleichbaren Fällen, da ging es jetzt nicht um Impfung, sondern eben um die psychiatrische Zwangsbehandlung, und Leute sind da genötigt worden, Psychopharmaka zu nehmen, faktischer Zwang sozusagen, hat das Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. Also da wollen sie nicht drüber diskutieren. Das halte ich für sehr bedauerlich. Vielleicht ändert das Gericht seine Meinung mal dazu, aber bislang bin ich mit diesem faktischen Zwang nicht durchgekommen. Im Moment gibt es ja weitestgehend noch diese 3G-Modelle. Ist es dann nicht auch so, dass quasi ein Impfzwang durch die Hintertür, wie es jetzt manche auch sagen, auch im Hinblick auf 2G, mit 3G eigentlich nicht gibt? Also den Impfzwang durch die Hintertür sehe ich auch bei 3G und bei dieser ganzen schlimmen G-Politik. Der ist in jedem Fall da. Ja? Denn ich bin ja zumindest gezwungen, sagen wir so, bei 3G vielleicht gibt es keine Zwangsbehandlung in dem Sinne, dass man zur Impfung gezwungen wird. Man hat ja auch noch andere Möglichkeiten. Also man kann sich testen lassen oder man kann sich auch irgendwo infizieren. Das kann man ja theoretisch auch herbeiführen. Hat also noch andere Möglichkeiten, um trotzdem weiter so leben zu können, wie man das vorher getan hat. Je weniger Gs werden, desto mehr Zwang durch die Hintertür entsteht. Klar. Ich sehe allerdings auch diese Zwangstestungen als sehr problematisch an. Das ist im engeren Sinne zwar keine Behandlung, keine medizinische Behandlung, es ist aber trotzdem auch ein medizinischer Eingriff. Ich persönlich habe unter diesen Tests sehr gelitten. Ich vertrage die nicht. Ja? Und das ist eine Körperverletzung. Wie gesagt, es ist ein medizinischer Eingriff. Jeder medizinische Eingriff ist eine Körperverletzung. Und wenn ich dazu gezwungen oder genötigt werde, ist das aus meiner Sicht durchaus auch strafbar. Ja? Leider greifen es weder die Staatsanwaltschaften noch das Bundesverfassungsgericht auf. Das hat aber andere Gründe. Unsere Justiz ist in diesem Thema leider, muss ich sagen, die letzten 16, 18 Monate sehr wenig unabhängig gewesen. Ich habe also Richter erlebt, die ihre eigenen Grundsätze über den Haufen geworfen haben und ignorieren. Aus welchen Gründen auch immer, ich vermute da durchaus auch eigene psychische Probleme bei diesen Leuten, das ist ein Riesenproblem. Wir haben keine unabhängige Justiz in dem Punkt. Sie haben jetzt gerade gesagt, je weniger G, umso mehr Zwang bringt es mit sich. Wenn man jetzt daran denkt, man würde auch viele Gs behalten, also ich sag mal 3G, man kann sich immer weiterhin testen lassen. Aber die kostenlosen Tests werden auch abgeschafft jetzt im Oktober. Das heißt, wenn man ins Restaurant gehen möchte, mit 3G sich testen lässt, dann muss man für einen Restaurantbesuch nicht nur das Essen bezahlen, sondern auch noch jeweils einen Test. Genauso wie für einen Kinobesuch oder Opernbesuch oder dergleichen. Ist das nicht auch gerade für sozial schwächere Schichten nicht doch ein etwas weitergehender Impfzwang? Das ist nicht nur für sozial schwächere Schichten ein Impfzwang, das ist für alle Leute ein Impfzwang. Denn ich kann mich natürlich nicht für jeden Restaurantbesuch testen lassen. Ich persönlich weigere mich da auch. Ich habe mich da geweigert. Ich habe dann gesagt, privat gehe ich in Deutschland nicht mehr essen. Das halte ich jetzt auch durch. Und für im Grunde für alle, die ins Theater gehen wollen, die am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, die an Zusammenkünften teilnehmen wollen, die zu Fußballspielen gehen wollen oder auch zu politischen Veranstaltungen, zu kirchlichen Veranstaltungen, man kann von den Leuten nicht erwarten, dass sie jeweils
irgendwelche Tests machen, nur um ganz normale soziale Aktivitäten zu pflegen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich erinnere, als ich noch Student war, waren diese Zwangstestungen, die das ja sind, ein Thema, das in äußerst rechten Kreisen kursiert ist. Also ich kann mich erinnern, Peter Gauweiler hat das zum Beispiel mal gefordert. Das ist heute eine offensichtlich ganz gängige politische Forderung, ja, beziehungsweise eine politische Regelung. Ja. Da muss ich mich schon sehr wundern, wo wir hingekommen sind in unserem Land. Aus meiner Sicht sind diese ganzen Zwangstestungen ebenso totalitär wie diese Zwangsimpfung. Es gibt auch nichts zu testen oder zu impfen. Diese Tests sind äußerst fragwürdig. Es ist auch fragwürdig, ob man damit überhaupt irgendwelche Viren nachweisen kann. Wir haben eine sehr hohe Fehlerquote und sie führen damit auch zu einer hohen Zahl von falsch-positiven und falsch-negativen Testungen. Also die zur Grundlage für irgendwelche Ausgrenzungen zu nehmen, ist aus meiner Sicht ebenfalls nicht verhältnismäßig und damit auch rechtswidrig. Sie haben jetzt gerade die Justiz angesprochen und auch das, wenn ich das so ausdrücken darf, das Gelände der Rechtsprechung. Die Rechtsprechung ist ja eine Säule unserer Demokratie, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, um genau zu sein. Wenn Sie jetzt sagen, da hat eine Verschiebung, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, stattgefunden, wie sehen Sie die Entwicklung und wo führt das noch hin in unserem Rechtsstaat? Also die Entwicklung sehe ich natürlich mit großer Sorge, dass Richterkollegen richtiggehend austicken, mir in einer Verhandlung befehlen, setzen Sie die Maske richtig auf oder setzen Sie die Maske auf, dann nötigt ein Rechtspflegeorgan ein anderes Rechtspflegeorgan und das ist aus meiner Sicht das Ende des Rechtsstaats. Sowas ist unglaublich und sowas habe ich mir nicht vorstellen können, dass das in der Bundesrepublik Deutschland möglich sein wird. Ehrlich gesagt auch in keinem anderen Land, aber hierzulande bin ich vereidigt und bin natürlich wirklich entsetzt über diese Entwicklung. Wenn so etwas möglich ist, dann ist alles möglich. Dann ist es auch möglich, dass wir Zustände bekommen, die wir schon mal hatten. In gewisser Weise haben wir jetzt sogar schlimmere Zustände. Also mit einem Maulkorb musste ich in der Nazizeit nicht durch die Gegend laufen. Wenn Sie jetzt diese Entwicklung unseres Rechtssystems betrachten, wie fühlen Sie sich als Anwalt dabei? Also ich fühle mich als Anwalt in der Tat in meiner Arbeit als unabhängiges Rechtspflegeorgan enorm eingeschränkt, verletzt, habe kaum mehr die Möglichkeit, meine Arbeit sinnvoll zu verrichten. Ich kann mit meinen Mandanten nur noch eingeschränkt korrespondieren. Besuche in Psychiatrien sind mir teilweise verweigert worden, teilweise sind sie abgebrochen worden. Es wird also massiv behindert, die Arbeit der Anwälte momentan. Und die Anwälte werden auch nicht mehr respektiert. Das erschreckt mich. Die Richter sind genau wie wir Anwälte auf die Verfassung vereidigt. Respektieren sie aber offensichtlich weniger, als ich das tue. Und leider respektieren auch viele Kollegen unter den Anwälten offenbar diese Verfassung, auf die sie vereidigt worden sind, nicht. Ich werde das Grundgesetz allerdings verteidigen. Ich bin darauf vereidigt und deswegen ist es meine vornehmste Pflicht, gerade in dieser Krisensituation, in der unsere Grundrechte gefährdet sind, diese auch zu verteidigen. Herr Schneider-Adai-Mensah, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung der Entwicklung des aktuellen Rechtsstaates. Dankeschön. Bitteschön, gerne. Wissen Sie noch, wie das Märchen hieß, in dem sich nur das kleine Kind traute zu sagen, dass der Kaiser gar keine Kleider trägt? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht ganz stimmt, obwohl viele das Gleiche sagen? Wenn Sie sich lieber auf Ihren eigenen Verstand verlassen und sich nicht scheuen, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind, dann ist die Epoch Times genau das Richtige für Sie. Bestellen Sie die Epoch Times Wochenzeitung jetzt 3 Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen und entdecken Sie den Unterschied.